Katja, du bist einfach eine tolle Frau. Intro ab. Du willst Sex, babe, ey. Will, dass du mich leckst, babe. Du laufst bei mir Backstage. Wir machen ein Sextape, ey, ey. Ich bin einfach darüber mega glücklich, dass ich dich habe. Ohne dich gäbe es nicht dieses Grinsen. Freunde der Sonne, es ist ein neuer Tag angebrochen. Und das liegt nicht daran, dass mein Display von meinem Laptop kaputt ist. Das liegt auch nicht daran, dass ich heute gut gegessen habe, schön Pancakes gerade gemacht habe. Nein, ich war gerade mal wieder klassischerweise auf YouTube unterwegs. Ich weiß, du willst Sex, Babe. Ey. Willst, dass du mich leckst, Babe? Du darfst bei mir Backstage. Ist sie denn in Deutschland auf Tour? Dann müsste ich mir echt Tickets besorgen. Ey, genau. Da dreht man einmal ein Video und dann geht die schöne Spülmaschine an. Let's go. So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Ach ja, ich habe hier mein Lesegerät der neuen Generation vor mir, denn da mein Laptop ja eine gewisse, ja, Arie hinter sich hat, nämlich einfach der Bildschirm kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, was ich in dem Video sagen soll. Es ist auf jeden Fall wieder der gewisse Star Dover, der auch diese tollen von Leon Marscher, der gewisse Heider bezeichnet hat, diese Videos produziert hat. Er ist auch für Pietro Lombardi zuständig und einen gewissen Gay One. Ja, wobei ich muss dazu sagen, einzige Tracks von K1 finde ich echt gut. Ja, ihr könnt mich gerne steinigen. Es ist in Ordnung. Ich mag es trotzdem. Achselschweiß ist noch nicht da. Alles klar. Kommen wir also zurück zum Thema. Ich weiß nicht genau, was sich der Produzent dabei gedacht hat und dachte mir, okay, hey, lass uns doch mal Star Wars in einer gewissen richtig schlechten Art und Weise nachdrehen, indem wir einfach Leia Organa in Katja reinstampfen und mit einem roten Stringtanga und einem roten Bikini-Top durch den Wald laufen lassen. Und ja, meine Leute, ich habe es zum Glück nicht gesehen, aber ihr werdet es kaum glauben, es ist in meiner Hood. Es ist hier bei mir um die Ecke gedreht worden. Wie dem auch sei, dieses Video ist auf jeden Fall ein tolles Video, denn es stimmt mich einfach positiv. Trash Tape hat einfach einen gewissen Vibe, den ich nicht beschreiben kann. Der ist ungefähr zwischen Bröckelhusten und ungefähr 3 Tage nicht auf Toilette gehen und 3 Jahre keine Süßigkeiten mehr essen und auf einer Insel gestrandet sein, nur mit Karl Marx und Putin. Und natürlich ist auch wieder der klassische Rap-Text am Start, wo ich dazu sagen würde, Haus-Maus-Rap im Allgemeinen, Spielfrau, Fotograf, Joko Klaas, Hart, heißen Honigbart, Romantik, Scheiß, angeleint, Kern, trojanisches Pferd. Okay, nochmal. Romantik, Scheiß, angeleint, Schal und Kern, trojanisches Pferd. Okay, also ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber lyrisch ist dieses Video natürlich auf allerhöchstem Niveau. Ich würde es auf jeden Fall mit Hermann Hesse und Günter Grass setzen. Es hat einen gewissen Spaßfaktor dabei. Ich wiederhole mich da, glaube ich. Aber ja, der Beat an sich in dem Video ist auf jeden Fall stimmig. Es fehlte mir nur ein gewisser Ziege oder Ananas in den anderen Videos von Leon Marscher. Und man muss dazu sagen, das Video sieht im Vergleich zu den anderen echt scheiße aus. Die beiden anderen Videos von Leon Marscher und grundlegend K1 sind gut produziert. Hier im Endeffekt sieht man, wie Katja in einem gewissen One-Take einem Auto hinterherläuft. Und mit bestimmten Emojis wird dieses ganze Szenerie untermalt. Freunde, ich muss dazu sagen, es hat widerlich innerlich einen Brechreiz ausgelöst. Aber kommen wir mal zu dem letzten Part, nämlich dem Making-of, was mir dann innerlich zum nächsten Teil dieses Videos geführt hat, nämlich indem ich gedacht habe, okay, jetzt haben sie wieder diesen Dicken angekarrt, den Maxi aus Österreich. Denn am Ende noch ein Bettfick. Das arme Bett. Ich frage mich nur die armen Zuschauer. Ich habe mir dieses Video jetzt schon 3-mal angeguckt. Kennt ihr dieses Phänomen, wenn ihr eigentlich einen Autounfall seht und ihr könnt nicht weggucken? Ja, ich weiß, es ist ein fieser Vergleich, aber allgemein stimmt das. Beim Autounfall ist was Ungewöhnliches. Wenn ich Katja angucke, dann, ja.
Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Irgendwie konnte ich mir noch, ich konnte mir noch nicht abbringen, dass dieses ganze Thema irgendwie, ja, besser, schlechter, ich weiß es nicht. Ihr könnt ihr das Video auf jeden Fall selbst mal abchecken. Ich hoffe, euch hat das kleine Video und dieser kleine Rage darüber gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr es beim nächsten Mal einschaltet. Seid auf jeden Fall gespannt, denn ich werde demnächst einen Gaming-Booster zum selber machen. Auch hier bitte mal euer Feedback in die Meinung. Habt ihr das Video schon gesehen? Und wenn ja, wie viel Bröckelhusten ist dabei entstanden? Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen. Genießt die Woche, genießt das Wetter. Schreit nicht so rum, dass das Wetter zu warm wird. Es wird bald wieder kälter und dann heulen alle wieder rum. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein. Ciao.